Gespannt. Junge, das bin ich. Das ist so eine coole Idee, meinen Geburtstag zu feiern. Ich kann es kaum glauben, dass Chief Scully uns eine Auszeit spendiert hat. Ich stehe viel besser mit dem Chief, als du denkst. Du hast es hier nicht erzählt, oder? Nein, aber der Vorfall der Arbeit... Ich sage ihr, dass El Capocha... Was? Chupacabra hier draußen Probleme bereitet. Ist das eine Gang? Der Punkt ist, wir werden für die nächsten Tage nicht im Büro erwartet. Also lass uns dahin fahren und uns zurücklehnen. Und willkommen beim zweiten Bonuskapitel oder beim dritten Bonuskapitel von The Dark Detective Bates Motel. Ich kann nicht glauben, dass wir so lange gebraucht haben, um Tunix größere Straßenattraktion zu besuchen. Die feinste und einzige Attraktion. Ich bin so gespannt auf das Zeug, was aus dem Lake Monster gefischt wurde. Und hier ausgestellt wurde. Und ich bin gespannt herauszufinden, warum sie das alles den ganzen Weg bis in die Wüste gebracht haben, anstatt es einfach in der Nähe des Sees zu lagern. Egal, lass uns die Taschen aus dem Auto holen und an der Rezeption einchecken, bevor wir das Museum besuchen. Okay. Ja, Duli, warum hast du deine Lampe dabei? Wir übernachten hier nur. Also dachte ich, dass ich nicht viel mitnehme. Nur, dass hier ein paar Nahrungsergänzungsmittel für den Fall, dass ich Sport machen möchte, während ich hier bin. Ich liebe dich, Kumpel. Ändere dich nie. Ich gebe mir Mühe. Das ist der Grund, warum ich meine Uniform auch im Urlaub trage. Und wir haben Gepäck erhalten. Mülltonne. Eine Mülltonne voller alter Burrito-Verpackungen und halb voller Energy-Trinkdosen. Das ist ein Hammergetränk. Das lässt sich Geräusche sehen und dein Herz beatboxen. Ich hoffe, ich muss das nie trinken. Was? Ja, ich weiß. Ah, wir haben einen Energy-Drink gefunden. Deiner Straße. Zimmerfreischild. Ich habe uns eingecheckt. Wollte sicher sein, dass es in der Pension noch Zimmer gibt. Pension? Das ist ein Motel, Detective. Okay, dann rein mit uns. Ey, mach die verdammte Tür zu, ihr lasst ja den ganzen Sand rein. Warum seid ihr überhaupt hier? Ah, wir sind wegen der Sehenswürdigkeiten hier. Ah, dann seid ihr am falschen Platz, Trottel. Das hier ist ein Motel. Da kann man ja wohl am Schild vor der Tür erkennen. Ja. Keine so gute Kombinationsgabe für einen Detective, wie mir scheint, was? Die Sehenswürdigkeiten sind hinten an der Hauptstraße. Dann dem Schild folgen. Wenn ihr den örtlich begrenzten Sandsturm seht, wisst ihr, dass ihr in der Nähe seid. Örtlich begrenzter Sandsturm? Das habe ich doch gerade gesagt, oder? Also glauben Sie, dass ein schlauer Kerl wie Sie mit all dem zurechtkommt? Wir haben hier ein Zimmer gebucht. Also ihr seid die Kerle. Ich habe mich schon gefragt, ob ihr noch auftauchen werdet. Es ist spät. Ihr seid spät. Ihr seid in Zimmer 2. Danke. Na, Sie brauchen sich nicht zu bedanken. Ich habe das Zimmer nach dem letzten Gast nicht ausgefegt. Na toll, super. Zimmerschlüssel. Faxgerät. Fernseher. Witz. Was schauen Sie? Es nennt sich, geht Sie nicht an. Na toll. Faxgerät. Das ist nicht zur Kundennutzung gedacht. Das ist zum Faxen an meine Mutter. Meine Mutter. Um sicher zu gehen, dass sie die Katze gefüttert hat. Sie erinnert sich nie daran, dass sie die verdammte Katze füttern muss. Jede Nacht komme ich heim und schreie sie an. Und sie schreit die Katze an. Füttere halt einfach die verdammte Katze mal. Warum benutzen Sie dafür ein Faxgerät? Ich möchte nicht mit ihr sprechen. Mit Ihnen möchte ich auch nicht sprechen. Das ist ein toller Typ. Das ist doch ein toller Typ. Die Wüste. Ein Ziel für alle ihre schlechte durchdachten spirituellen Reisen. Was? Ein Ziel für alle ihre schlecht durchdachten spirituellen Reisen. Sehr stimmt tatsächlich. Ja, viel mit, bewusstseinserweiterten Dingen. Hey, das Wasser ist nicht zum Trinken da. Sondern, wirklich? Nach was sehe ich für Sie aus? Nach einem Einhorn? Ja sicher, wirklich. Das ist mein Wasser. Wenn Sie Wasser haben wollen, gehen Sie zum Diner nebenan. Geheimnisvolle Tür. Hey ihr, wo wollt ihr hin? Da kommt man nur mit dem Goldticket rein. Habt ihr etwa eins? Ein Goldticket? Nein, dachte ich mir. Können wir jetzt wirklich nicht rennen? Können wir nicht rennen. Okay. Gut, dann Klimaanlage. Bin ich froh, dass es hier eine Klimaanlage gibt. Es ist so warm draußen in der Wüste. Hey, verbraucht beim Reden nicht meine ganze kühle Luft. In eurem Zimmer ist es auch kühl. Geht und atmet da. Ja, hier drin die Temperatur. Ach so, ein Penner. Kommen wir hin. So, zu den Zimmern geht's hier lang. Zimmer Nummer 1. Okay, wir müssen jetzt weiter. Oh, Münzautomat. Der ist voll mit abgelaufenen Shampoos und Zahnpastatuben. Alles Essbare ist aus. Sieht aus, als ob das alles nicht so sehr gewartet wird. In etwa
Wie alle mit nicht-militärischen Leistungen in diesem Land? Oh, schau, da ist eine Tüte Käsebällchen im Ausgabeschacht. Die nehme ich mit. Davon kann ich nie genug haben. Okay, und wir haben Käsebällchen. So, dann. Da sind wir. Endlich! Ich fühle mich, als wären wir ewig gelaufen und hätten nichts gesehen. Okay, da sind wir. Stellen wir unsere Taschen ab. Hier? Oh. So verbringt man keine Ferien. Auf der Kommode. Ja. Okay, jetzt sind wir eingezogen. Wollen wir jetzt losgehen und uns die Attraktionen ansehen? Ja, endlich! Okay, was haben wir da noch? Ein Telefon? Wir haben ein halbes Telefon. Aber ist das Telefon halb leer oder halb voll? Oh Mann. Steuerrad. Hier fehlt es wirklich an nichts. Das ist... Was? Das ist also das versprochene Wellnessprogramm. Schließlich heißt es, ein Nickerchen unterm Steuer schützt vom Älterwerden. Aha. Vibrierendes Bett. Das ist eins von den Vibrationsbetten, wo man 50 Cent einwirft. Hallo, Schönheit. Nachttisch. Ah, da ist eine Nachricht, auf der steht, ich schulde euch eine Bibel, gezeichnet Pastor Farelli. Schön. Gott sei Dank gibt es ja eine Klimaanlage, diese Wüstenaffäre, sonst stecke ich. Ich glaube nicht, dass es ohne sie hier drin, dass sie ohne sie hier drin bleiben könnte. Na gut, gehen wir mal raus. Gehen wir mal weiter. 2, 3. Nicht unseres. Wir sind ein zweiter. Swimmingpool. Entspannter Mann. Was machen Sie hier um diese Uhrzeit? Ein Sonnenbad nehmen. Es ist Nacht. Ich will kein Sonnenbad bekommen. Tagsüber sind die Sonnenstrahlen auf der Jagd. Klar. Ein Eimer mit stark geklortem Wasser aus dem Pool. Bei dem Zeug musst du vorsichtig sein. Die erzählen dir, dass es gut für deine Zähne ist, aber in Wirklichkeit hält man damit die Herdenmenschen im Zaun, damit sie sich nicht gegen die Regierung auflehnen. Alles klar. Duli, du meinst Fluor, welches nicht für Gedankenkontrolle benutzt wird. Außerdem solltest du Chlor von deinem Mund fernhalten. Das ist giftig. Oh, das erklärt meinen morgendlichen, schrecklichen Geschmack im Mund. Allzweckraum. Handstaubsauger. Wirst du jetzt endlich die Donutkrübe aus dem Wagen entsorgen? Ah, Duli. Du warst der, der rumgekrübelt hat. Das ist dann wohl ein Nein? Wischmopp. Das ist ein Hexenbesen. Für eine Wasserhexe. Sicherungskasten. Die Hauptsicherung für das Motel. Kindheitskessel. Damit müsste das Motel sein Wasser und die Zimmer heizen. Den Pool auch, schätze ich. Oh, Rettungsring. Das bringt böse Erinnerungen zurück. Ja, besonders für den Tonnen. So, okay. Wo sind sie denn, die Attraktionen? Streifenwagen. Straße. Oh, okay. Zirkuslaster. Ein Zirkus kommt nach Twin Lakes. Na, was machen wir denn hier am Ende der Welt? Ja. Ah, ich meine natürlich, danke für die aufmerksame aufmerksamen Geburtstagsausflug. Ja, okay. Attraktion. Ah, ich wusste nicht, dass es so eine Rennerei wird. Das wird für uns alle gut sein. Ich frage, was dieser Nebel, was dieser Nebel in der Ferne ist. Oh, okay. Was ist denn hier los? Ah, glaubst du, das ist ein Teil der Sehenswürdigkeit? Glaube ich nicht, Uli. Ich glaube nicht. Es ist ein Sandsturm, aber warum nur im Bereich der Attraktion? Heißt das? Ja, Duli, ein Fall, den wir untersuchen müssen. Sag, dass das nicht wahr ist. Okay. Sandsturm. Ein Sandsturm hat das Zentrum von dem Eingang der Attraktion. Wenn wir da drin nachforschen wollen, müssen wir einen Weg finden, ihn abzuhalten. Okay. Information. Der Informationsstand scheint wegen des Sturms geschlossen zu sein. Wir kommen nicht rein, solange der Sandsturm den Weg versperrt. Wir müssen den Sturm abschotten. Okay. Wahrscheinlich vielleicht mit diesem Auto? Das sieht gut aus. Ich frage mich, ob ich damit den Wind abhalten kann, der den Sandsturm verursacht. Na, bestimmt doch. Wüste. Ach du Schande. Kaktus? Schau mal, Detective. Er winkt. Ameisenhügel. Ein Haufen, der aus Ameisen gemacht wurde. Ja, na dran, Kumpel. Na dran. Wolf? Nochmal ein Kaktus. Sieht aus wie ein Fußball. Tritt ihn einfach nicht. Mond. Ja. Einmal bin ich froh, dich zu sehen, Mond. Es wäre ziemlich dunkel, wenn wir allein hier draußen wären. Ja, da ist wohl was dran.
So, wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Parkplatz. Deiner. Rückseite von Deiner. Erstmal eine Runde rumgehen. Oh, Ratte. Hey, du Kleine. Boah, du bist ein ganz schön schneller, was? Hör einmal. Standard-Essensreste. Altes Auto. Ein verlassenes Auto. Sieht aus, als wäre da ein verlassenes Radkreuz im Kofferraum. Ich habe lieber ein glückliches Radkreuz. Lass uns aufmuttern. Und wir haben ein Radkreuz. Lüftungsschacht. Der Lüfter in die Küche. Okay. Können wir Käsebällchen mit der Ratte benutzen? Wenn ich der Ratte einfach die Käsebällchen gebe, dann habe ich keine Leckereien mehr. Aber auch keine Ratte. Okay. Das scheint eine Art Falle bauen erstmal. Gehen wir mal ins Denier. So, Bedienung. Willkommen, Jungs. Kann ich euch was zu essen machen? Bist du der Boss hier? Natürlich bin ich das. Auch wenn es nur ich und Klaus sind und wir uns gerade außerhalb der Saison befinden. Ist also nicht das schickste Setup. Behalte meine Lichter an und seine Werkstatt am Laufen. Also, Moment. Vergesst es. Ich habe nichts gesagt. Gehört ihr zum Hotel? Zum Glück nicht. Ich glaube, Narvin möchte nicht mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Er ist nicht der geselligste Mensch. Na, warum geht Narvin einer Arbeit in der Öffentlichkeit nach? Ah, Familienbetrieb. So wie ich das mitbekommen habe. Seine Mutter angelte. Ah, sein Vater hat den Laden geschmissen. Aus diesem oder jenem Grund ist er da reingeraten. Aber ich glaube, er mag die Macht. Ich glaube, er wollte an den kompletten Machtmissbrauch herankommen und Polizist werden. Aber das hat nicht geklappt. Hey. Wenn man mir eine Schulterzucken-Animation spendierend hätte, würde ich sie genau jetzt einsetzen. Ach, schön. Ihr kommt doch wieder, hört ihr? So, Kunde. Vince. In Ordnung, Stullen. Was, Stullen? Der Reimslang für Bullen. Ja, ist er das? Weiß nicht. Versuche die Worte zum Schütteln wie Butter. Ganz banal. Oh Gott. Lernen Sie das mal. Aha, hört sich nicht so an, als ob es gut läuft. Nein. Was bringt sie so weit raus aus dieser Gegend? Na, unser Roadshow versucht zu promoten. Madame Hummel, ihrer frivole Rummel. Okay. Warte, ist das Slang oder nennt man das, oder wie nennt man das? Ich habe es vergessen. Na, ist das ihr Laster da draußen? Mein was? Ihr Laster. Ihr Zaster. Oh ja, mein Zaster. Der parkt draußen, auf dem unleserlichen Beleg. Oh Gott. Unleserlicher Beleg? Weg? Yep. Kann ich mir den Rüssel ausleihen? Oh, wenn Sie den Rüssel haben wollen, dann will ich dafür eine Gegenleistung. Lassen Sie mich nachdenken. Eine Verfehlung für mein Inventar, um in Ihrer Stadt aufbauen zu können. Okay, sicher. Sorry, was? Wenn Sie meinen Lastwagenschlüssel haben wollen, brauche ich eine Genehmigung von Ihnen, damit ich meinen Zirkus in eurer Stadt aufbauen kann, Kumpel. Ah, okay. Dieses Mal habe ich es verstanden. Richtig. Ich rufe da mal das Revier an. Tschüss. Bis später. Relativ. Relativ, ja, schön. Na, dann gehen wir doch mal zurück. Und zwar zum Faxgerät. Das ist nicht zur Kundennutzung gedacht. Das ist zum Faxen mit meiner Mutter. Ja. Ich weiß, für deine Mutter. Ich brauche es für Polizeiangelegenheiten. Uah. Na gut. Aber Sie haben 30 Sekunden. Ich schwöre. Schwöre! Dialing. Klick. Zentrale. Sally, ich bin's. Ich brauche eine. Wer ist ich bin's? Sally, ich bin's, Detective McQueen. Wir arbeiten zusammen. Wir sind Freunde. Ach, wenn wir wirklich so gute Freunde sind, wie kommt es dann, dass du nicht zuerst gefragt hast, wie es mir geht? Direkt zum Geschäft übergegangen. Kann auch gleich zum Geschäft kommen. Wollte nur mal sagen. Ah, tut mir leid, Sally, das war unhöflich von mir. Wie geht es dir? Beschäftigt, zu beschäftigt, um für alberne Seeplauder. Worum geht's? Kannst du den Chef fragen, ob sie eine Genehmigung für den Zirkus ausstellt, um nach Twin Lakes zu kommen? Nicht nötig, ich habe hier vorab unterzeichnete Genehmigungen. Schön. Betrachtet es als erledigt. Warum hast du einfach so fertig unterschriebene Genehmigung rumliegen? Hör mal, willst du die Genehmigung haben oder willst du die Frage stellen? Genehmigung bitte. Ich werde sie dir zufaxen. Und wir haben die Genehmigung erhalten. Yeah!
So. Und hier hast du die Genehmigung, mein Freund. Ich habe Ihre Genehmigung. Sorry, Ihre... Was war das? Ihre Befehligung? Oh, das sind Rußgefuß. Gute News. Hier ist mein Zasterschlüssel. Rüssel. Lasterschlüssel. Alter, das ist anstrengend. Ja, vielen Dank, aber ich muss fragen, warum versuchen Sie so zu sprechen? Ist ein ziemliches Durcheinander. Es fügt allem eine Note der Originalität hinzu, oder? Tut es das wirklich? Und Schlüssel für den Lastwagen. Oh, nee, hier. Und Schibidi. Spring rein, Doli. Lass uns zurück in den Sandsturm fahren. Zu dem Sandsturm. Hui! Und weiter. Ja, sieht doch gut aus. Okay, der Laster hält genau vom Sturm ab, um uns in der Nähe des Eingangs zu bringen. Wunderbar. Das ist erstaunlich. Normalerweise könnten es die Leute kaum erwarten, aus dem Museum rauszukommen. Information. Willkommen zum Museum, dem Twin Lakes Zwillingssee Fundstück Museum. Hallo nochmal. Hallo nochmal auch an Sie. Lange nicht gesehen? Sie erinnern sich nicht an mich, oder? Ah, ich fürchte, da haben Sie mich erwischt. Verzeihen Sie mir, in meinem Job als Tourismusbeauftragter von Twin Lakes treffe ich buchstäblich Dutzende von Menschen pro Jahr. Versuchen Sie es trotzdem, ich kann mich nicht an alle erinnern. Wie war das mit dem Sturm? Wissen Sie, ich frage mich oft das Gleiche wegen Sturm und Gewittern. Hitzewellen auch. Was soll das? Was soll das alles? Aber was ist mit diesem? Ah, Jamie, der, wegen... dem werden Sie kommen und dir Fragen stellen, habe ich zu mir selbst gesagt. Leider war ich gerade auf der Toilette, als... Alles, was ich weiß, ist, dass ein Fischer kam, um sich den Ort hier anzusehen. Und als der Sturm kam, ja, da war er weg. Wie sah er aus? Gelbe Haare und ein Schnauzbart. Und Fischerkleidung. Also Kleidung, die nach Fisch riecht. Ah, was können Sie uns über diesen Ort erzählen? Trotz zahlreicher Warnungen gehen viele Leute zum Monstersee, um zu fischen. Natürlich hat das sehr echte Monster fast alle Fische gefressen. Dass es wahrscheinlich keine Fische zu fangen gibt, ziehen die Leute alte Stiefel ans Land. Nummernschilder, schreckliche Artefakte der Macht und umgekehrte Fahrräder. Umgekehrte Fahrräder, schön. Ja, wenn sie wertvoll sind, will die Stadt, dass sie alle katalogisiert werden. Und falls sie zu den schrecklichen Seeliebhaber gehören, lagere ich sie so weit wie möglich vom See entfernt. Was gefunden wird, fahre ich hierher. Moment, umgekehrte Fahrräder? Ja, der Rahmen ist aus aufgeblasenem Gummi und die Räder sind aus Metall. Yeah. Die hiesige Erfinderin Claudia Roth hat sie erfunden, um die Überlastung durch Fahrräder in der ganzen Stadt zu reduzieren. Claudia Roth, ja, wirklich. Ah. Hast du auch irgendwelche Merchandise-Artikel? Oh ja, wir verkaufen Stiefel, die in den Stiefeln nachempfunden sind, die im See gefunden wurden. Sie sind sehr unbequem. Wir haben auch T-Shirts, eingeweicht in Seewasser, um ihnen einen einzigartigen, penetranten Geruch zu verleihen. Und Hüte, mit unserem Logo drauf. Oh, ein Hut, ich will einen Hut. Ein Hut für das Geburtstagskind, bitte. Kommt sofort. Super, toll. Also, wenn du sagst, das ist ein Logo drauf. Da ist ein Logo drauf. Ich meine, wir haben Miniaturversionen unseres Logos darauf gebaut. Ja. Ich liebe ihn. Alles klar. So, können wir jetzt hier rein? Okay, graben wir uns den Weg rein. Ah, so tief bin ich in diesem Fall schon gesunken. Schau dir mal all die feinen Dinge an. Gefischt aus den Tiefen des Lake Monster. Eine Bowlingkugel, ein Teddybär und da, schau, eine runtergeschmissene Lampe. Eine Bowlingkugel. Was für ein Köder sie hierfür wohl benutzt haben. Oh wow, ein Foto von Bigfoot. Das ist das Bild, das ich aufgenommen habe. Schön. Moment, du hast Bigfoot getroffen? Das ist eine... kannst du mich ihm vorstellen? Ja, sicher. Ein Pokal. Ah, da steht, es ist der Heilige Gral. Limitierte Auflage Nummer 3423 von 5000. Tatsächlich einzigartig. Schön. Lampe. Eine seltsam aussehende Lampe mit entferntem Deckel. Der Lampengeist ist gerade ausgeflogen. Bitte hinterlassen Sie einen Wunsch nach dem Piepton. Ich wünsche mir, nach diesem Trip nie wieder zurück zur Arbeit zu müssen.
Ich frage mich, ob das eine Lampe von einem echten Lampengeist ist. Und wenn, wo ist er? Diese Streumagie könnte den Sandsturm draußen erklären. Ja, wir sollten uns nach etwas umsehen, das mächtig sein könnte. Wir sollten uns besser danach umsehen. So, Perücke. Hey, die ähnelt dem Campaufseher, den ich letztens getroffen habe. Das war Nigel. In einer Verkleidung. Ach so, Junge. Ah, ist der überzeugend. Ist die überzeugend. So, Autokennzeichen. Ein ominöses Zollkennzeichen. Was? Eine ominöse Zollkennzeichnung. Sandswim? Can't swim. Oh, ist das fies. Can't swim. So, oh, was haben wir hier? Schwert. Das behauptet Excalibur zu sein. Lass mal sehen. Ich krieg's nicht raus. Tja. Vogelskelett. Ein Vogelskelett. Erinnert mich an die Zeit, als ich damit Tierschlösser im Museum geknackt habe. Und wir haben Vogelknochen. Wir haben wieder Vogelknochen. Wie schön. Teddy. Der Typ fängt an, mich nervös zu machen. Besucher? Seht euch das alles an. Ich glaube nicht, dass du Fotos machen solltest. Es steht genau so auf dem Schild. Was sind sie? Die Polizei? Eigentlich schon. Oh, ich dachte, ihr Sohn hätte sich für Halloween verkleidet. Wir sind gleich alt und es ist die falsche Jahreszeit. Ja, ich schätze, es tut mir leid. Kein Problem, ich fühle mich geschmeichelt. Ach, das. So, hier ein Fisch. Noch. Wow, ein zweiköpfiger Fisch. Ich kann die Anstrichlinie sehen. Ein zweiköpfiger Fisch, der nähen kann. Das ist ja noch beeindruckender. Ach Gott, Toni. So, okay. That's it. Ja. Okay. Oh, was können wir hier? Leiter. Jetzt. Antenne. Da müsste das Motel seinen Fernsehempfang herbekommen. Licht. Diese Lichter sind dafür da, dass Tiefflieger und UFOs nicht in Türme krachen. Verstehe. Jetzt hier was machen. So verbringt man keine Ferien. Ja, schau mal nicht. La, 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 la. Nee, warte mal, eine Wüste. So, what should we do? Parkplatz. Können wir jetzt deiner wählen? Wie war denn so eine Tür? Küche. Oh. Hi, Santa. Hey, ich kenne Sie. Sie sind der Weihnachtsmann. Ich? Nein, bin ich nicht. Ich bin irgendwer anders. Ja, jemand komplett anderes. Na, ja, was machen Sie hier? Ich bin auch nur ein Kerl, der seine Rechnung bezahlen muss. Genau wie du. Heizkosten, richtig? Putsche. Weil ich dich vorher noch nie getroffen habe. Hä? Okay, tschüss. Weihnachtliche Grüße. Was immer das für welche sind. Kenn ich dich? So, ein glänzender Mixer für Soßen und Shakes. Und für saisonale Getränke, wie zum Beispiel Eierflip. Nur so als Beispiel. Kühlschrank. Wir sollten ihn nach Hinweisen durchsuchen. Okay, na dann. Nee, macht er nicht. Waage. Ein paar Gewichte. Sie sehen unbenutzt aus. Ich bin Künstler. Ich schätze die Menge. Und die Elfen helfen mir dabei. Ich meine, keksige Weihnachten. Ach, Mist. Hefe. Etwas Hefe, um Burgerhälften und anderes Zeug aufzublähen. Mein Verlangen nach einem Burger wird größer und größer, während wir hier stehen. Sollte ich vielleicht... Hohoho, du kannst doch meine Hefe nicht einfach wegnehmen. Ich brauche sie, um Weihnachts- und andere Ganzjahreskekse zu backen. Schön, Senf und Ketchup. Ich schätze, an einem Ort wie diesem kann es nie genug Soßen geben. Ja, Sirup. Ein Glas Ahornsirup. Jetzt brauche ich nur noch einen Haufen Pfannkuchen. Ja, das könnte gut als improvisierter Kleber funktionieren. Keine Chance. Ich weiß, was du für einer bist. Vielleicht. Ne? Konfitüre. Wusstest du, dass Leute außerhalb von Amerika nicht Jelly nennen? Sie nennen es Jam. Nein, tun sie nicht. Und Jelly nennen wir Jello. Hier bedeutet Jam, dass etwas klebt, aber dort bedeutet es sowohl Gelee als auch Konfitüre. Sprache ist schon verrückt. Ja, ich würde es hassen, ein Nicht-Amerikaner zu sein, der versucht, auch nur einen flüchtigen Blick auf ihre Kultur zu erhaschen. Ja. Oder, wie wir Amerikaner sagen würden, wer im Glashaus sitzt, fällt selber rein. Ja, ich könnte nicht mehr zustimmen. So, okay. Gut, alles durch. Dann gehen wir mal raus.
So. Können wir hier nicht noch irgendwie... Hey, wo wollt ihr hin? Können wir ihn irgendwie ansprechen? Hey, macht die verdammte Tür zu. Oh. Wie waren noch gleich die Zimmer? Ach so, zwei. Na gut, ja, das... Okay. So, kann ich das aufmachen? Ich glaube nicht, dass wir in dem Raum einbrechen sollten. Sie sind fragil und ich möchte sie nicht beschädigen. Okay. Oh, Lampengeist. Schau dir die Kinnlinie von dem Kerl an. Du bist hinreißend, charmant, zuvorkommend. Ich wollte blau sagen. Wie oberflächlich, nur auf meine Hautfarbe zu achten. Nein, es ist hier nur nicht so verbreitet. Wo ich herkomme, ist alles blau. Rosa Gesichter wie deins wären seltsam. Aber ich habe den Anstand, kein Ding draus zu machen. Tut mir leid. Also du bist der vermisste Lampengeist. Ja, ich kümmerte mich gerade um meine eigenen Kram und trocknete ein bisschen durchnässte Feinwäsche vom Nacktbahn. Klar. Durchnässte Feinwäsche vom Nacktbahn. Meiner Lampe in eurem See, als dieser Typ plötzlich unerwartet an mir gerieben hat. Jetzt hänge ich bei dem fest, bis er drei Wünsche äußert. Üblicher Deal. Keine Extrawünsche. Atomkrieg ist tabu. Keine freches Zeug. Ich dachte, ich wäre diesem Leben entkommen, aber ich hänge bei ihm fest, bis seine Wünsche verbraucht sind. Wer immer mich dann findet, ist dran. Ich wünschte, ich könnte diesen Teufelskreis durchbrechen und heim zu meiner Familie. Leute, die mit Wünschen in der Gegend rumlaufen, scheinen gefährlich zu sein. Ah, vielleicht bekommen wir diesen Lampengeist nach Hause. Ah, und vielleicht können wir dich nach Hause bringen, wenn wir eh schon dabei sind. Das sagte ich gerade. Gut, aber du weißt schon, ich glaube, das ist eine gute Sache, Wünsche aus den Straßen von Twin Lakes zu entfernen. Mich wundert es, dass du so dagegen bist. Duli, ich bin nicht dagegen, ich habe es vorgeschlagen. Okay, okay, ich werde deine Geduld nicht strapazieren. Ich finde nur, dass es für die Stadt sicherer wäre, wenn wir helfen würden. Und nett, wenn ihn die auch heimbringen könnte. Ja. Von wo kommst du? Ah, ich entstamme den Träumen antiker Männer, ein Ort unvereinbarer Freuden und Ansichten. Ah, du weißt es nicht, oder? Nee, ich ging, als ich ein Kind war. Wie kommst du nach Hause? Ich weiß nicht, ich kam nie zurück. Ich weiß nur, dass ich die Wünsche von dem Typen loswerden muss. Tut mir leid, dass ich dir nichts Besseres raten kann, aber mein Reich sind Wünsche. Für Ratschläge brauchst du etwas wie eine spirituelle Reise. Eine spirituelle Reise? Ja. Eine hochintensive Reise in die Wildnis. Hochintensiv? Wie hochenergetisch. Die Leute mischen sich ein kräftiges Gebräu, um in die richtige Stimmung zu kommen. Vielmehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nicht mein Ding, aber ein Weiser kann ich vielleicht führen. Weiser, ja, fein. Ich werde tun, was ich tun kann, aber ich kann nichts versprechen. Wenn du mich noch etwas fragen willst, weißt du, wo du mich findest. Da, wo dieser Meister hier hingeht. Der Tourist. Guten Abend, meine Freunde. Guten Abend. Hallo, Spätzl. Spätzl. Was für ein herrlicher Abend. Als Kind saß ich an solchen Abenden oft draußen und habe nachgedacht. Und über was? Ich habe nur gedacht, Gedanken. Du weißt schon. Wer ist dein Freund? Das ist mein Glücksbringer, mein Ass im Loch, eine besondere Redewendung, die besagt, dass es gut ist, ihn zu haben. Ja, mit denen werde ich sicher das beste Stück am Lake Junk finden, was jemals gefunden wurde. Dann werde ich auf der Titelseite von Lake Junk Monthly sein. Das wird sicher zu einem überwältigenden Angebot an Podiumsgesprächen in Talkshows führen. Ich signiere natürlich nicht meine Bücher, versteht sich. Ich habe keins geschrieben. Ich werde einfach nur irgendwelche Bücher signieren. Und was könnte das Leben noch für mich bereithalten? Denn bin ich übersättigt und schwach und reise um die Welt, immer auf der Suche nach dem nächsten Fund, immer in der Hoffnung, vergangenen Ruhm zu wiederholen. Am Ende wird mein Wahnsinn den ursprünglichen Fund überschatten und das wird dann noch das Einzige sein, wofür ich bekannt sein werde. Auf irgend so etwas kann ich nur hoffen. Doch, toll. Was bringt dich hier in die Wüste? Ah, na gut, ich werde die Geschichte erzählen. Soll ich? Oh, eine ganze Geschichte. Ah, ich bin hergekommen, um etwas aus dem See zu fischen und es in das Museum hier reinzulegen. Ja, okay.
Ist das das Ende der Geschichte? Ja. Hat sie dir nicht gefallen? Na, das war ziemlich auf den Punkt. Ja, was sind ein paar deiner Vorlieben und Abneigungen ohne Grund gefragt, wirklich? Ich mag es nicht, wenn ich Hunger habe oder mir zu warm ist. Und ich bin allergisch gegen Ameisen. Die jucken immer so. Ah, schau mal, da sind noch Ameisen in der Wüste. Andererseits mag ich es, mystische Wesen zu zwingen, meine Schrottangelkünste auf ein höheres Niveau zu heben, als ich andernfalls in der Lage wäre. Das war eine gute Unterhaltung. Vielen Dank dafür. Na denn. Tschö, tschö. Ja. Wir gehen auch kurz hier in das Zimmer. So, soll ich jetzt hier diesen Drink trinken oder was? Ich glaube nicht, dass der Trank allein mächtig genug wäre. Ich muss ihn noch stärker machen. Okay, was sollen wir da reinkippen? Nehmen wir jetzt deiner. Noch was? Nee. So, Bedienung. Willkommen, Jungs. Kann ich euch etwas zu essen machen? Weißt du irgendwas über Seelenreisen? Sorry, aber mein Hexenzirkel mag es nicht, wenn ich mit anderen Leuten über so etwas rede. Nein, was? Meine Cousinen. Total fürsorglicher Haufen. Naja, egal. Schönes Wetter draußen, nicht wahr? Schade. Ah, ihr kommt doch wieder, hört ihr? Ich würde ja... Mit was sollen wir das jetzt hier mischen? In Ordnung, Stollen. Wissen Sie etwas über Verfehlung? Plagegeister? Nee, aber wenn ich will, Limette und Kleid, nette Zeit, dann mache ich normalerweise, hey, was reimt sich auf Tonne? Sonne, Wonne, Kolonne, Hafen oder von Onne? Hafen von Onne. Oh ja, das finde ich gut, Hafen von Onne. Richtig. Na, ich schätze, ich versuche das einmal. Ist ja ganz schön Wassermelone. Ja. Bis später, relativ. Senf und Ketchup. Ah, die beiden Geschlechter. Bitte. Ich bräuchte ein paar von denen, um den Speicher in meinen Mund zu wischen. Was? Ein Tablett? Perfekte Mahlzeiten zu transportieren, Strebern auf den Kopf zu hauen und für improvisierte Frisbee-Spiele. Speisen? Wie geht's? Hans Knut, du weißt schon. Spricht Knecht. Oh, ist der anstrengende Typ, Alter. Richtig, natürlich. So halt selbstverständlich. So, kannst du mir hier nicht irgendwas geben? Glasahornsirup. Jetzt brauche ich nur einen Haufen Pfannkuchen. Ja, hat man schon. So, kannst du... sind sie schon... da? Sie sind doch magisch. Was können sie über Seelenreisen erzählen? Ich bin nicht magisch. Aber ich weiß, dass ein Elixier benötigt und ein abgelegener Ort, um es zu trinken. Erzählen sie mir von diesem Elixier. Misch einfach das härteste Zeug, das du findest. Aber pass auf, das Zeug ist wirklich stark. Werde ich. Danke. Nicht Weihnachtsmann. Weihnachtliche Grüße. Was immer das für welche sind. Nicht umschafft. Scheint kaputt zu sein. Ich hoffe, hier kommen keine Kritter rein. Kritter, schön. Na, ich auch. Wir müssten sonst früh schließen. Kann man hier erwarten. Ofen. Das ist voll mit Kerzen. Keksen. Ah, das ist ein Spezialgericht. Vielleicht finden wir noch das im Zimmer. Dulis Proteinvorrat könnte noch nützlich sein. Ich bin so froh, dass du endlich mal deine Muskelmasse aufbauen willst. Ergänzungsmittel. Jetzt probieren wir es mal. Ja, super Shake. Oh, das Sprudeln und Zischen macht mich nicht gerade scharf darauf, das später zu trinken. Tja, dann ab in die Wüste. So. In the desert. I did the fourth with your name. Na dann, Stößchen. Nun, auf Wiedersehen, normaler Blutdruck. Was zur Hölle? Wo kommt denn das her? Was meinst du? Das war doch schon die ganze Zeit über da. Nein, es... Warte, siehst du das alles die ganze Zeit über? Endlich seid ihr hier. Wir dachten schon, ihr schafft es nicht rechtzeitig. Rechtzeitig? Ja, ihr wart vor 15 Minuten eingeplant. Ihr habt Glück, dass jemand abgesagt hat. Sonst hätten wir euch heute Nacht nicht mehr dazwischen schieben können. Hört sich an, als hättet ihr einen ziemlich eng getakten Zeitplan. Oh, müssen wir. Die Wüste ist heutzutage überfüllt mit Leuten, die versuchen, sich selbst zu finden. Wenn du mich fragst, hat das unkontrollierte Kapitalismus uns dort zurückgelassen, wo die Identität der Menschen darauf beruht, welchen Wert sie bieten. Aber der Fortschritt lässt viele von ihnen nichts zu bieten übrig. Ja, wie auch immer, wollen wir anfangen? Na dann, ferner Tempel.
Ich schätze, wir gehen zu den merkwürdigen Pyramiden mitten in der Wüste. Es gibt nichts, was ich lieber tun möchte. Warte, hier kommen wir von hier wieder zurück? Ja, gar nicht, schätze ich. Wolf. Willkommen, Reisende. Die Antworten, die ihr sucht, liegen hier. Antworten? Oh, okay. Versuchen wir es noch einmal. Willkommen, Reisende. Die Fragen, die ihr sucht, liegen hierin. Hierin? Na. Ja, dann finden Sie auch die Antworten, die Sie auf die oben genannten Fragen suchen. Na, das ist alles sehr verwirrend. Nun, es ist eine spirituelle Reise, wie wir euch gesagt hätten. Wenn wir euch gesagt hätten, was euch erwartet, wäre es eher eine spirituelle Beratung gewesen. Wirklich. Wie auch immer, schreitet vorsichtig voran, tapfere Gesellen. Ja, okay. Ja, schätze, wir gehen rein. Das uralte Ritual ominöser Portale zu betreten, obwohl wir beide es besser wissen. Ach du Schande. Was ist das für ein Ort? Oh, Portal. Portal? Oh, waren wir nicht schon? Ach du Schande, mir gefällt das nicht. Wohnen wir jetzt hier? Oh Gott. Das werden Geschichten über uns. Sie werden Geschichten über uns erzählen. Über uns die Tempelpolizei, die durch die Hallen wandert und Bestrafungen für jeden austeilt, der den Göttern der vielen Türen verärgert. Oh Gott. Oh, endlich. Schau dir mal diesen Ort an. Ein Tempel für den Körper. Ich bin bei meinesgleichen. Dudi, das sind Wölfe. Klappe, Zweibeiner. Ich bin jetzt auch ein Wolf. Wolf 1. Ich verbrenne so viel Energie, ich kann mein versenktes Fell riechen. Entschuldigung. Weniger sprechen, mehr stimmen. Ric Flair Style. Wer bist du? Ja, ich bin der übelste, verrückteste und krasseste Wolf in der Wüste. Man nennt mich Rock'n'Rice Rover. Aber du darfst Rock'n'Rice Rover zu mir sagen. Ach, so eine blöde. Ach, das finde ich witzig. Das ist witzig. Ah, wir, die anderen auch. Woo! Warum tragt ihr nachts Sonnenbrillen? Ja, die einzige Sache, die besser ist, als Eisen zu stemmen, ist cool dabei auszusehen, während man Eisen stemmt. Was macht ihr hier? Ah, wo sollte ich denn sonst sein? Im Hotel? Lahm. Im Diner? Lahm. Beim Touri-Treff? Lahm. Ah, das Rick nicht geht Training? Was? Das Rick nicht geht trainieren? Das wird wohl nie passieren. Ah, okay, in Reim. Im Binnenreim. Oh, Entschuldigung. Na, Tschüssikowski. Wir riechen uns später, Milchgesicht. Wolf 2. Bruder, du kannst es. Zerschmettere. Das Eisen. Hi. Hey, Bruder. Bist du hier, um auf der Hantelbank zu trainieren? Ich schätze, das bin ich. Das ist Pech, Bruder. Die Bank ist kaputt. Ich vermisse die Bank, Bruder. Ach, wer bist du? Ich bin Randy. Bruder, ich bin stärker als jeder andere Hund hier, der gankt. Willst du mit mir Andruck machen? Nein. Trotzdem, danke. Ja. Das sagst du doch nur, weil du weißt, dass ich gewinne. Brauchst dich nicht zu schämen, zuzugeben, dass ich der bessere Wolf bin. Ja, um unfair zu sein, bist du ein besserer Wolf als ich. Um fair zu sein. Klar, Bruder. Ja, wo ist dieser Ort? Das hier ist das Wüstensportzentrum, Bruder. Wo Wölfe, Kojoten und Bisons herkommen, um zu trainieren und abzuschalten. Aber der Rest dieser Trittbrettfahrer ist nicht mehr zurückgekommen, seit Argus die Hantelbank kaputt gemacht hat. Kaputt gemacht? Ja, Bruder. Er hat die blauen Gewichte auf der roten Seite und die rote auf der blauen Seite befestigt. Das Gleichgewicht ist aus den Fugen geraten. Soll ich schauen, ob ich das reparieren kann? Na klar, Bruder. Ich habe auch schon mein Glück versucht. Aber ich bin ein Wolf. Wir haben keine entsprechenden Daumen. Außerdem sind wir sehr damit beschäftigt, diese Gewichte zu stemmen. Okay, ich schaue, was ich machen kann. Ja, was macht ihr hier? Das ist eigentlich eine Arbeiten an diesen komischen Kolben. Oder kosmischen? Ich weiß es gar nicht. Macht ihr sonst nichts? Bruder, wenn die Welt irgendetwas anderes bereitet, außer Training, will ich es nicht wissen. Okay, na dann, tschö. Wir sehen uns, Bruder. Maltisch? Was? Maltisch? Okay, wir schauen mal, ob wir die Bank für die Jungs hinkriegen können. Ah, ich muss diese Gewichte auf die andere Seite bringen. Sie sind schwer, also kann ich immer nur eins bewegen. Ah, ich kann sie nicht zurückschieben, aber ich kann von vorne beginnen, wenn ich muss. Ah, okay. Ach, ja, warte mal.
Ah nee, das war doof. Oder? Nee. Na, doch, war doof. Ah, Mist. Schade. Schade. Hm. So, so. So. Der geht jetzt hier rüber. Der geht jetzt hier rüber. Der hier hin. Der da hin. Der da hin. Der da hin. Der hier. Der so. Der so. Der so. Der so. Und fertig. Die Bank ist auf Bild, Jungs. Gute Arbeit, Bruder. Ich wusste, wenn du dich darauf konzentrierst, schaffst du es am Ende. Großartig. Ich bin immer noch nicht völlig sicher, warum ich eigentlich hier bin. Oh, habe ich fast vergessen, Bruder. Wir sollten dir ja noch den nächsten Teil der Reise zeigen. Ups. Alles klar, Bruder. Festhalten. Detective, ich fühle mich nicht so gut. Okay. Alles klar. Alles klar. Fanextra Dimensional. Das Easter Egg habe ich jetzt tatsächlich nicht so richtig verstanden. Aber egal. Vielleicht wisst ihr es. Schreibt es mal unten in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Was ist gerade passiert? Hast du das alles gesehen, Duli? Was, die Fitnesswölfe und das Sternbaby-Zeug? Also, ist das passiert? Natürlich, wir haben es eben gerade erlebt. Und du machst dir bei allem nicht vor Angst in die Hose? Warum sollte ich? Für mich sieht das alles wie die übliche Schall- und Rauchwerbung aus. Stimmt, also was machen wir hier jetzt? Na, ich denke, die Werbung war ziemlich eindeutig. Wenn man Lampengeistern helfen will, nach Hause zu gelangen, braucht man nur Marken auf Lampenpappen. Na, okay. Wie soll ich hier draußen in der Wüste solche Briefmarken finden? Warte mal, was ist das in meiner Tasche? Briefmarken. Ah, kosmische sogar. Ah, wir sind hierher gekommen. Am besten nicht so viel darüber nachdenken, so komme ich immer durch die Fälle. Einverstanden. Aber wofür sind die? Hast du nicht aufgepasst? Mit diesen hier können wir den Lampengeist nach Hause schicken, sobald er wunschfrei ist. Ah, ist es das, was all das bedeutet? Na dann, lass uns die Lampe frackieren, schätze ich. Ha, du bist ein Poet und weißt es nicht einmal. Weiß ich, Toni. Weiß ich. Weißt du. Vergiss es. Gehen wir. Oh, wunderbarer abgedrehter Scheiß. So, auf zur Lampe. Und Briefmarke auf Lampe. Was machst du da? Die Marken auf die Lampe kleben? Ja, aber du benutzt die blauen. Du musst die roten benutzen. Die Werbung war betreffend das nötige Portos ziemlich eindeutig. Wirklich? Okay. Ist das besser? Absolut. Super. Geh mir ein paar Wünsche verschwenden. Ja, ich habe sie frankiert und fertig. Jetzt zu Phase 2. Den Lampengeist wieder reinbekommen. Wir müssen Otto dazu bringen, seine Wünsche mit harmlosem Zeug zu verschwenden. Los geht's. Na gut. Dann quatschen wir doch mal Otto voll. So. Oh, was ist hier? Kippe? Sieht aus, als hätte Otto etwas fallen gelassen. Goldticket. Oh, ein Goldticket. Ah, guck mal, jetzt kommen wir da hinten hin. Wir haben ein Goldticket. Ach, wie. So, Willy Wonka, auf geht's. So, hier hast du es. Bitteschön. Was ist das? Oh, du denkst, du bist jetzt eine große Nummer? Tja, wenn du ein Goldticket hast, bist du's. Hereinspaziert, die Herrschaften. Das ist so aufregend. Echt, verdammt. Narven. Die Wäschekammer, wirklich. Kleiderbügel. Ich schätze, wenn ich ihn nicht benutze, kann ich meinen Mantel im Zimmer aufhängen. Ja, wie auch immer. Er wird benutzt. Okay. Düstere Ecke. Hey, ich verstecke meine schmutzige Wäsche auch im Dunkeln. Wäschekorb. Nun, ich denke, wir sind jetzt an einem Fall gelangt. Was? Nun, ich denke, wir sind jetzt in einem Fall gefangen. Wäschekorb. Waschmittel. Wailing Whites. Macht ihre Bettlaken weiß genug für selbst. Was? Für selbst die wählerischsten Geister. Achso. Wenn ich auch nur irgendetwas waschen muss, fühlt sich das nicht mehr wie Urlaub an.
Geräuschmaschine. Als Kind habe ich diese riesigen Blasenmaschinen geliebt. Ah, der richtige Mix aus Reinigungsmittel und Küchenutensilien hat den ganzen Platz immer mit Sud bedeckt. Okay, nun lässt mich meine Schwester nur noch einen Münzautomaten benutzen. Tja. Gut. Kommen wir denn... See drin fern. Ich kann Ihnen einen Wunsch verschwenden lassen. Was? Ich kann Ihnen einen Wunsch verschwenden lassen, wenn er hungrig ist. Aber es gibt keine Küche, um ihn zu füttern. Was? Wir können ja erstmal gucken. Das war die Antenne. Das ist so ein schöner Kleiderbügel. Können wir den da ranhängen? Vox-Empfang, wie es so schön bei Bunnies hieß. Das sollte das Fernsehen ja durcheinander bringen. Oh, schön. Parkplatz. So, gehen wir mal zurück. Die Kanäle scheinen nicht zu funktionieren. Alles, was ich sehe, kann es essen. So werde ich schnell Hunger bekommen. Ich sorge besser dafür, dass die Küche vorher schließt. Na, so, warte mal. Wäschekorb. Und was haben wir noch? Waschmittel. Knochen. Wie kriege ich jetzt... Also irgendwie muss ich ja die Ratte anscheinend hier reinkriegen. In die Küche. Ah, das sollte ein komödiantisch krude Falle ergeben. Eine Rattenfalle. No, wir schnitten Brot hier, Freunde. Ratte. Hier, Kleine, ich habe ein paar leckere Käsebällchen für dich. Na dann, her damit. Duli, die sind für die Ratte. Kann ich sie haben, wenn ich mich als Ratte verkleide? Alter, Duli. So, und wir haben die Ratte. Und jetzt kann ich doch die Ratte hier... Schwupp. Okay, schicken wir den kleinen Kerl rein und schließen wir den Laden. Warte, können wir nicht was Polizeimäßiges tun, um ihn stillzulegen? Wirklich mal eine intelligente Frage von dem Mann? Ah, zu spät. Was ist das? Ein Rattenfreund? Ja, kleiner Freund. Ratte? Hm? Oh, warte. Du sollst jetzt nicht hier sein. Hey, Sue, was sollen wir nochmal machen, wenn eine Ratte in die Küche ist? Eine Ratte? Verdammt, Süßer. Ich hab's dir doch schon mal gesagt. Jedes Mal, wenn du eine Ratte siehst, schließen wir den Laden für den Rest des Tages. Oh, okay. Ich schätze, wir stempeln heute also früh aus. Verdammt. Okay. Das hat denn also auch... Der Bratkoch. Ich sollte die Elfen wirklich mal die Lüftung reparieren lassen. Ich meine, ich sollte sie reparieren. Also selbst. Oh, ich hoffe, die Schließung kostet sie nicht zu viel. Ach, wie süß, dass ihr Sorgen machst, aber ich bin eine Millionärin. Ich mache das hier nur zum Spaß. Oh, na dann. So. Na, kleine Ratte, die Burger braten immer noch. Ich denke eher ja, er hat diesen Burger angelassen. Hefe, etwas Hefe und Burgerheften, ja, haben wir schon. Oh, ach, guck mal, jetzt sind wir sie. Können wir das umnehmen? Sirup. Ja, bitte. Guck mal, wie wir jetzt hier alles leer klauen können. Wunderbar. So, nee. Jetzt. Können wir noch was? Waage? Ein paar Gewichte. Kekse? Können wir auch noch nicht nehmen. Achso, Kühlschrank. Wir sollten ihn nach Hinweisen durchsuchen. Ja, schade, macht er nicht. Okay. Aber wir haben es geschafft, dass das Diner und die Küche damit jetzt zu ist. Jetzt könnte er doch eigentlich jetzt mal... Oh, hey. Schausteller. Netter Abend, um zu warten, falls man später nochmal für ein Rätsel gebraucht wird. Meinst du nicht auch? Ja, ich meine natürlich Günther Jauch. Ja, ach, vergiss es, ich bin einfach zu müde. Alles klar, Schaustellerchen. So. Die Kanäle scheinen nicht zu funktionieren. Alles, was ich sehen kann, ist Essen. Köstliches Essen. Jetzt habe ich Hunger. Ich glaube, ich rufe den Zimmerservice an. Hallo? Ich hätte gerne eine Portion Essen, bitte. Die Küche ist geschlossen, nicht wegen der Ratten oder irgendetwas, einfach geschlossen. Was geht sie das an? Wie sonderbar konkret, danke. Egal, ich habe Hunger. Tja, dagegen kann ich nichts tun. Oh, ich habe eine Idee. Lampengeist? Ja. Eine Portion Essen, bitte. Wie du wünschst. Schau nur, das ganze Essen. Mehr Bratwürste, als man essen kann. Ein Wunsch weniger. Aber wenn ich mehr Wünsche verbrennen will, muss ich ihn wohl aus dem Zimmer locken. Ja, okay, wie machen wir das denn jetzt noch? Swimmingpool. Können wir das Waschmittel in den Pool machen? Na, so verbringt man keine Ferien. Hefe.
So verbringt man keine Ferien. Wir müssen mixen. Nee. Nee. Die beiden zusammen sollten etwas Kräftiges angeben. Oh, schön. Schaummix. Ein Schaummix. Das ist auch schön. Sicherung ist Hauptsicherung für das Motel. Beschlossen, wenn ich einkäme. Na, warte mal. Ah, scheint kein normaler Schlüssel dafür zu geben. Es scheint fest verschlossen aus. Sieht fest verschlossen aus. Warte mal, kriegen wir das damit auf? Und wir sind drin. Na, super. Okay, Klimaanlage ist aus. Mal sehen, ob das funktioniert hat. Ah, schön. Junge, das ist doch plötzlich heiß. Ist das plötzlich heiß. Und ich bin noch hergekommen, um mich abzukühlen. Kommst du auch ins Wasser? Es ist sehr angenehm. Oh, lass mal sein. Was machen meine Fluchtpläne? Ich arbeite daran. Ja, ich will dich nicht hetzen, aber ich will ihn nicht noch einmal beim Umziehen zusehen. Okay, aber warte mal, jetzt könnten wir probieren, hier reinzukommen. Der alte Knochentrick. Und wir sind drin. Oh je. In den Räumen anderer Leute einzubrechen und ihre Sachen zu durchwühlen? Das ist der schönste Geburtstag aller Zeiten, sagte der Polizist. Suchen wir einmal nach Hinweisen, womit er seine Wünsche verbraten könnte. Ich sehe hier erstmal eine Angel. Die kann man nehmen. Hooray. Oh, könnte? Ja, ich nehme es mit. Touristenkleidung. Ottos Kleidung. Er hat einen guten Geschmack. Das ist alles teures Designerzeug. Ja, nette Klamotten. Wäre eine Schande, wenn denen etwas passieren würde. Aber er muss sie nur wieder waschen. Bis... Ich mag, wohin das führt. Okay, also wir sollen... den Waschsalon sabotieren wahrscheinlich. Uff, diese Schublade ist voller toter Spinnen. Könnte schlimmer sein. Sie könnten alle am Leben sein. Ja, stechende Logik. Ah, wie kommt es, dass er einen Fernseher in seinem Zimmer hat? Nicht fair. Spinnt. Da ist eine Packung Antihistaminika drin. Gegen Ameisen. Genannt Antihistamine. Ich stehe auf so eine Wortspiele. Ah, er muss gegen Ameisen allergisch sein. Moment mal. We know where the Ameisen sind. Aber warte mal, als erstes. Wir machen kurz hier hin. Und wir haben noch den Schaummix. Waschmaschine. Okay, hier geht nichts. Schaumparty! Wir müssen hier raus. Ah, nun, diese Maschine ist am Eimer. Ey, was haben Sie gesagt? Nichts. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass er sie benutzen muss. Okay. Ameisen. Die waren hier. So, wir haben den Sirup. Ja, ich muss eher einen Weg finden, die Ameisen rauszuholen, anstatt sie festzukleben. Man kriegt damit ja Angel. Ein langer Stab, der mit Honig bestrichen ist. Naja, so läuft da hier wie geschnitten Brot heute hier. Ameisenhügel, sie scheinen hinzugehen. Ah, okay, das sind genug Ameisen für mein Vorhaben. Und wir haben Ameisen. Tja, und ihr wisst, wo wir hin müssen. Zimmer Nummer 3. So, Bums die Bums. Und Ameisen. Nein! Ah, das ist schrecklich, aber weniger schrecklich als weltverändernde magische Wünsche. Jo. Also wirklich, wie schlimm kann ein Wunsch schon sein? Nun, es gibt Gerüchte, dass wir immer Sommer hatten, bis ein Typ sich gewünscht hatte, dass es nicht mehr die ganze Zeit so heiß sein soll. Ich glaube, ich hasse diesen Typen. Okay, jetzt ist seine Kleidung ruiniert und er kann sie nicht waschen. Jetzt bringe ich ihn zurück in sein Zimmer und schaue zu, wie er sie sauber wünscht. Okay, jetzt muss ich nur einen Weg finden, ihn zurück in das Zimmer zu bekommen. Sicher kann mir irgendjemand hier helfen. Ja, vielleicht. Der hat so einen Herrnisch gebracht hier. Ja, je, der Typ ist ja sogar blauer als durchsichtig als ich. Ja, was machen meine Fluchtpläne? Ich arbeite daran. Okay, das ist immer noch das Gleiche. Ah, kommt doch auch ins Wasser. Es ist sehr angenehm. Aber wir haben auch gar nichts, ne? So, Heizungskessel. Es müsste das Hotel mit Wasser und Zimmer heizen. Der Pool auch, schätze ich. Wischmopp. Ja, ich kann aber auch ja nicht. Kann ich den Rettungsring jetzt nehmen? Ja, böse Erinnerung, haben wir schon.
Telefon geht. Schick. Fisch. Oh, das ist einer dieser singenden Fische. Ich möchte mal wissen, welches Lied das ist. Ich habe Soul, der schwörende Salm. Ich bin Soul, der schwörende Salm. Bin hier, um dich mit Beschwörungen und Zauberei zu belustigen. Ich schwöre. Um Messatot, den Barschlecker, erscheinen zu lassen. Zeichne zuerst ein Pentagramm mit dem... Okay, warum hast du ihn abgeschaltet, Detective? Tja, das ist vielleicht ganz gut. Erinnere mich, dich später wieder einzuschalten. Speisen. Zumindest hast du ihm diesen Wunsch, zumindest hat ihm dieser Wunsch eine nette Mahlzeit eingebracht. So, ja. Können wir jetzt hier noch irgendwas reißen? Hey. Wie wird man den Kunden los, die nach Ladenschluss hier noch rumhängen? In unserem Business gibt es dieses Sprichwort. Rabensack. Nimm das hier und wirf es ihm entgegen. Sack voller Krähen? Aber geht er? Aha. Okay, wir haben... Okay. Soll ich ihm jetzt den Sack in die Gegend werfen oder was? Ein Sack mit Krähen? Ah, was für ein gemütlicher Abend ich doch habe. Hier geht nichts. Ah, was passiert? Hol mich hier raus, ich wünsche es mir. So, zu Befehl. Okay. Nun, das war ein unerwartetes Geschenk. Was ist da draußen gerade passiert? Ich schätze, du wurdest von Vögeln angegriffen. Bäh, ich hasse diesen Ort hier langsam. Ja, ich will einfach nur noch meinen Pyjama anziehen und jetzt ins Bett gehen. Ach, noch mal ganz kurz mal. Noch ganz kurz mal einen Schluck trinken, in die ganz trockene Kehle. Ah, das sind Ameisen in meiner Hose. Hallo, Rezeption. Ich möchte bitte meine Kleidung für die Wäsche abgeben. Warum klingeln sie dauernd durch, um Dienste in Anspruch zu nehmen, die noch vor 5 Minuten funktioniert hätten? Ist das irgendein ausgeklügelter Scherzanruf? Kann man den Waschraum nicht benutzen? Was? Ey, natürlich. Ich benutze den eben gerade selber, um meinen Sud zu waschen. Das ist alles. Und eben gerade packe ich eine weitere Menge Schaum oben drauf. Was für eine Katastrophe. Ich wünschte, dass meine Hose keine Ameisen sind. Gilt das als echter Wunsch? Oh, ja, das ist es. Auf jeden Fall. Fertig. Und damit bin ich frei. Sayonara, Lotscha. Oh, meine Wünsche. Ich freue mich so, nach Hause zu können. Was ist das? Eine Nachricht? Ich wünschte, ich müsste nach diesem Ausflug nicht wieder zur Arbeit. Warum nicht, Mann? Ihr zwei wart gut zu mir. Genehmigt. So, ich bin raus. Spektrallieferung? Nun, dafür ist gesorgt. Bereit, die Attraktion anzusehen, Dooley? Dooley? Wo bist du hin? Dooley? Dooley? Dooley! Dooley! Oh nein! Irgendetwas scheint, was ist ein Wort für nicht richtig? Oh nein, der arme Kerl. Oh nein! Ah! Oh nein! To be continued. Ja, wie schön. Das war der letzte Bonusfall von The Dark Side Detective. In der Zwischenzeit, das ist ja schon ein etwas betagteres Spiel, ist der zweite Teil schon draußen. Und ja, hey, Leute, wenn es euch gefällt, bringen wir den hier auch gerne auf den Kanal. Und mich würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben für das Video da lasst, den Kanal abonniert und einfach beim nächsten Projekt wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss ihr Lieben.